Vor uns liegt der Seitenbezug eines Klavieres von den Gebrüdern Perziner aus dem Jahre 1915, was zur Reparatur in meine Werkstatt gekommen ist. Und ich möchte euch den Aufbau eines Klavieres veranschaulichen anhand dieses Instrumentes. Was vor mir liegt, ist die sogenannte akustische Anlage, die besteht aus dem Seitenbezug, der sich unterteilt in den Bassbezug, den Mittel- und Diskantbezug. Außerdem gehört der Resonanzboden dazu, der wichtig ist für die Verstärkung des Tones, dass es im Klavier auch so klingt wie ein Klavier, wie wir das kennen, wie wir das wünschen, aus Fichte und einem Eisengussrahmen, der dafür verantwortlich ist, diese sehr hohen Zugkräfte, die in einem Klavier auftreten, aufzunehmen. Das ist hier der aufgewickelte Kupferdraht. Den hänge ich jetzt hier ein. Wenn die Taste sich hinten anhebt, greift sie unter das sogenannte Hebeglied. Und das Hebeglied ist ein komplizierteres Bauteil. Das hat noch eine Stoßzunge an sich. Diese Stoßzunge ist die Verbindung zum Hammer im Grunde. Diese Stoßzunge greift unter die Hammernuss und bringt den Hammer somit nach vorne. Und gleichzeitig hat diese Stoßzunge aber auch noch eine kleine Nase dran, die unter das sogenannte Auslösepüppchen greift. Und den Moment der Auslösung ermöglicht. Und dieser Moment ist sehr wichtig, denn wir wollen ja nicht die Taste drücken und dann den Hammer gegen die Seite pressen, dann könnte sie nicht klingen, sondern die Verbindung muss entkoppelt werden. Und so wird kurz bevor der Hammer die Seite erreicht hat, mittels dieser kleinen Nase an der Stoßzunge am Auslösepüppchen, die federnd gelagert ist, diese Stoßzunge bei weiterem Runterdrücken der Taste unter der Hammernuss hervorgeholt, sodass der Hammer gegen die Seite schnellen kann und dann zurück in einen sogenannten Fängerfeld, das ist der hier, um in einer Position zu landen, wo man quasi möglichst schnell einen wiederholten Anschlag erzeugen kann. Denn es geht ja auch darum, möglichst schnell, flink und flüssig ein Klavier spielen zu können.